Wir predigen mit Lust und Frust, mit Wachturm und Erwach. Älteste nehmen uns zur Brust, berichtet uns, was ihr gemacht. Am besten geht's im Pkw, man ruft schon von zu Hause an. Die Zeit dann zählt, vergeh, vergeh, dann kommt man in der Ferne an. Doch leider ist die Tür verschlossen, das Haus ist leer, ist keiner da. So fährt man weiter, unverdrossen, die Zeit, die zählt, hurra, hurra. So machen wir den Dienst zur Freude, vergurken Sprit und Zeit und Kraft. Erreicht wird nichts, du kriegst die Reude, Hauptsache ist Bericht geschafft. So gehen sie hin, die Zeugenjahre, die Kraft vergeht, Gesundheit fliegt. Berichte gibt's selbst auf der Bahre, weil dich dein Gewissen zieht. Doch unser Gott und unser Loskauf, die legen auf die Waagschal drauf Nächstenliebe, gute Werke, denn die wiegt der Bericht nicht auf. So hast du, Schäflein, lass dir sagen, malucht im Dienst für einen Verlag, auf deine Kosten Vertrieb geleistet bis zum allerjüngsten Tag. Was hat's gebracht? Kein voller Saal. Hast du's bedacht, all deine Qual? Hat's dich gestärkt im Glauben gar? Gemehrt hat's nur der Feinde Schar. Er urteilt, was im Herz wir tragen, was unseren Sinn formt, uns beglückt. Die Stunden im Berichte sagen, die Lebenszeit kommt nicht zurück. Ihr lieben Brüder, bleibt bescheiden, geht in euch, übet Pietät. Was Gott uns sagt, nimmt von uns Leiden, er gibt uns wahre Identität. Wer Stunden schreibt, wird bald bemerken, die Zeit enteilt im Sauseschritt. Der Pionier mit Zeitgewerken eilt blindlings darin nutzlos mit. Am Ende steht dann die Erkenntnis, Milliarden Stunden sind verbracht. Und es folgt das Eingeständnis, nur dem Verlag hat's was gebracht.